Hallo und herzlich willkommen hier wieder aus unserem prähistorischen Survival-Game. Während die triumphalen und heroisch klingenden Trommeln im Hintergrund erklingen, warten wir hier denn begierig darauf, dass es endlich losgeht. Ja. Und ich habe gerade überlegt, ich werde jetzt, glaube ich, 22. Juni ist es, glaube ich, soweit, ja. Da kommt No Man's Sky für den PC raus. Es kommt auch für eine Konsole raus, aber nicht für die, die ich habe. Und nicht für die, die ich gerne hätte. Also wird das Spiel für den PC angeschafft. Und das wäre dann seit Jahren das erste Spiel, was ich mir zu einem Release am PC hole für einen Vollpreis. Seit eigentlich der alten Xbox habe ich das nicht mehr gemacht. Obwohl doch ein einziges Mal, und zwar damals bei... Also wo es die allererste Xbox gab, ne, zu der Zeit. Und so habe ich das gemacht, bevor die 360 rauskam, als Oblivion damals erschien, also Elder Scrolls Oblivion. Damals habe ich das Spiel wirklich zum Neupreis geholt für den Rechner und habe das da gezockt. Habe ich es mir später nochmal für die 360 geholt, weil es echt Laune gemacht hat und ich das mehrfach... Ich weiß ja nicht, das Oblivion ist eines dieser Spiele neben Fallout 3. Ich glaube, so oft habe ich kein Spiel gezockt, also... Mit so vielen verschiedenen Charakteren. Aber es hat auch wirklich Laune gemacht, das drauf zu zocken. Es gab auch so viel zu entdecken. Also gut, Skyrim auch, aber ich sag mal, man hat heutzutage, jetzt wenn man berufstätig ist und alles drumherum noch so weiter dann halt hat, dann hat man nicht mehr so viel Zeit, dass man sagen kann, hey, ich setze mich jetzt hin und jetzt spiele ich das mal mit einem Magier durch, ohne das und das zu machen oder so. Oder, ne, also ist schon so ein bisschen anders. Naja, so, mit Weingummi bin ich auch bewaffnet, das heißt, ich sollte den Tag heute gut überstehen. Ach ja, stimmt, wir sind ja kurz vom Level ab. Dann sammeln wir mal noch Sachen. Ich würde sagen, da wir auf Holz gehen werden bei der Entwicklung, das sieht immer so kacke krisselig aus, werde ich, so denke ich, noch etwas Holz farmen. Auch wenn hier noch nicht so wirklich viel wieder nachgewachsen ist, aber hier unten links zum Beispiel, das ist annehmbar, beziehungsweise... Muss es erstmal dieser Baum hier drin glauben. Ich mag den sowieso nicht, der sieht sowieso kacke aus, also von daher. Tja, und wie wir sehen, bringt er auch nicht viel Holz. Ne, es ist zumindest hell geworden, das ist auch schon mal was. Und ich muss noch ein bisschen mehr Satch finden. Da rechts im Wasser sehe ich schon einen dieser riesengroßen Kampf-Dinos, die alles nur wegfressen und platt machen. Na, da habe ich gar keine Chance im Moment. Also wenn wir Raketen dafür oder Gatlings hätten vielleicht, aber so. Schade. Echt schade, wobei so ein Triceratops, ich weiß nicht, ob der eine Chance hat. Na, schwierig, das Vieh ist ja schon echt mega riesig. Also würde ich, glaube ich, gerne mal gucken, den Kampf, ne, falls es da einen gibt. Aber ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig behaken. Heißt es lieber so, ach komm, leg dich nicht mit mir an, ne? Das könnte böse enden. Friss doch lieber diesen kleinen Steinzeitmenschen da hinten. So, na, stelle ich mir das dann vor. Ja. Immer der arme kleine Steinzeitmensch. So, kurz. Ich brauche ein bisschen was, dass ich gleich die Sachen reparieren kann. Wenn ich bitte einmal Stein bekommen könnte. Stein bitte, nicht nur Flint. Ah, ja. Das heißt, dann reparieren wir das mal schnell. Gibt ja auch ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Ganz minimal allerdings nur. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Oh, die eine Palme. Ein bisschen hier gebackt. Naja. Kann halt auch nicht alles haben, ne? Warum soll das denn noch reibungslos funktionieren? Also, so langsam müsste ich doch auch mal Level abgehen, oder? So viele Sachen, wie ich hier mitnehme.
Ich glaube, ich muss zum nächsten Mal echt die Tragekapazität erhöhen, dass ich noch mehr mitnehmen kann. Dass sich das halt lohnt. So, ich würde sagen, den einen Baum nehmen wir noch mit. Und dann sollte das auch gereicht haben erstmal. Man sieht echt, wie schön rechts dann diese Fortschrittsbalken der Erfahrungspunkte nach oben geschnellt ist jetzt, ne, in der ganzen Zeit. Also es kann sich schon echt sehen lassen. Oh, das ist da hinten bei uns in der Nähe. Oh, das müssen wir uns holen. So. Bisschen was essen, würde ich sagen. Genau, machen wir so. Es gibt auch ein bisschen Gewicht wieder zurück. Also rennen kann ich noch, das ist schon mal gut. So, wegstecken. Achso, sind wir erschöpft oder was? Naja, dann bringen wir die Sachen weg und holen uns hinten dieses Zeugs. Vielleicht gibt es da was Schnickes. Hm, kann ja sein, ne? Hm. Los, komm schon, lauf. Gleich hast du es geschafft. Ah, die Sonde ist da schon unten. Hm. Ach, hatten wir das schon? Kommen wir da erst her? Nee, aber eben war das noch nicht da. Nee, das war eben noch nicht da. Ich hatte extra geguckt. Ja, dann sollten wir da wirklich mal nachgucken, was das ist. So. Ja, wir sind erschöpft. Mhm. So, dann gucken wir doch, dass wir hier erstmal alles reinkriegen. Ich hoffe, es ist noch genug Platz. Also Holz haben wir echt massenhaft. Thatch geht schon nicht mehr rein. Holz geht auch nicht mehr rein. Das heißt, jetzt müssen wir hier eine andere Truhe packen. Habe ich denn hier eine frei? Hier sind Fackeln, na egal. Dann kann es das mit dazu. Das ist echt ganz gut, ey, wie viel wir davon haben, ne? Kann sich sehen lassen. Ich würde gerne mehr unter Wasser hier. Also irgendwie, weiß nicht, dass die, ich persönlich würde es jetzt nicht futtern, hier Algen, ne? Aber zumindest könnte man noch rein theoretisch auch Algen oder sowas dann halt als Nahrungsquelle nehmen. Also ein bisschen mehr Pflanzen abgeben. Also gut, wir können jetzt die ganze Zeit Beeren futtern und so, aber ich wette, die eine oder andere Pflanze, die hier ist, könnte man sich auch zubereiten. Beziehungsweise liegen hier auch so viele Muscheln rum. Aber damit kann ich auch nichts anfangen. Und naja, gucken wir mal. Mal schauen, was da so Schönes drin ist, was ich nicht gebrauchen kann. Mhm. So. Ich komm schon. Boah, es verschwindet. Oh, doch, das ist gut. Das kann sich sehen lassen. Ein Trinkschlauch und alles. Sehr gut. Das ist echt in Ordnung. Wir gucken gleich nochmal ausführlich, wenn wir wieder zu Hause sind, aber weil hier draußen möchte ich mir ja nicht so die Blöße geben, mich einfach hinstellen, so nach dem Motto, hallo, hier bin ich, frisch, lecker, wohlgenährt, komm und hol mich, während ich in meinem Rucksack rumwühle. Das möchte ich dann noch gerne vermeiden, deshalb gehen wir da erstmal wieder zurück. Und wir haben gesagt, da hinten in die Richtung mal Kunden gehen, ja. Das können wir machen. Wenn wir könnten, würde ich ja schon ein Boot basteln, muss ich glaube, das geht erst ab Stufe 20 oder so. Also da brauchen wir noch eine ganze Weile bis dahin. Umso wichtiger, dass wir jetzt halt neue Elemente bauen können, damit wir entsprechend schneller aufleveln. Und da ist es auch ganz gut, dass wir schon so viel Holz und so haben. So, was haben wir denn jetzt hier? Fleisch, rohes Fleisch, Sleeping Bag und Lagerfeuer, also das lohnt sich schon echt. Das heißt, ich nehme hier was mit. Und dann können wir nicht gleich das Fleisch braten. Dass es gar nicht erst schlecht wird. Genau, so. Wunderbärchenhaft. So, und ansonsten. Ja gut, den Schlafsack, den. Weiß ich gar nicht, habe ich hier noch einen drin? Nee, aber dann haben wir für unsere Expedition, wenn wir die dann machen, haben wir dann hier auch nochmal einen. Packe ich mal auch hier mit rein.
Ansonsten. Das könnte zwei Stück sogar davon. Alter Schwede. So. Nee, doch, doch, hier war's. Genau. Das Pulver. Wie viel fehlt mir noch? Ah, schon eine ganze Menge, ne? Könnten jetzt gucken, höchstens, ob wir. Ich könnte Holzwände schon mal herstellen. Ne? Wir sehen hier Woodsedge, Fieber. Das geht schon mal ganz gut. Das bringt auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte. Habe ich kein Fieber? Ach hier. Genau, und dann auf 4 Stück. Ist nicht viel, aber es reicht auf jeden Fall aus fürs Level. Wir sehen, wie schnell es jetzt geht. Ne, 61. Na ja, gut, 4% ist echt nicht viel. Knapp 3. 5. Ja, es ist nicht die Welt, aber es reicht. Vorerst. So. So, das kommt auch hier mit hin. Warum kann ich keine weiteren? Achso, Holz fehlt. Das heißt, dann basteln wir da noch. Oh, 2 Stück. Das müsste reichen, dass wir das Level abkriegen. Ja, reicht. Ah, nicht ganz. Mist. Warte mal, irgendwas, was ich noch. Hier kommen so eine Keule. Da kann man auch nie genug von haben. Ah, sehr schön. Wunderbar. So mag ich das. So. Schon wieder Nachrichten hier. Dum, dum, dum. So, mal schauen. Ich hätte schon eben gesagt, irgendwie ein bisschen mehr tragen wäre ganz cool. Also wir können schon recht viel. Dann habe ich nur einen Punkt frei. Achso, ja stimmt, ich muss immer eins ausführen, was ich erhöhe. Naja, egal. Passt schon. So, jetzt haben wir hier 14 Stück. Das ist echt viel. 14 Punkte. Wo ist denn das? Okay. Was ist denn? Das Holzfundament. Ach, hier ist es. Foundation, genau. Ich das als nächstes. Beziehungsweise hier können wir Pfeil und Bogen machen. Das ist natürlich. Aber wir sehen. Geht noch nicht. Geht noch nicht. Schade. Tor wäre noch dabei. Dach. Natürlich. Schwierig. Aber ich könnte das hier. Wird das durch erstmal wichtiger. Dann haben wir noch 2 Punkte. Ah, die kann ich natürlich wieder für nichts benutzen. Das heißt, die spare ich mir dann. Aber wir können zumindest relativ viele Sachen machen. Also rein theoretisch. Jetzt können wir nicht unser ganzes Holz benutzen. Und wirklich jetzt alles, was wir haben, aufbrauchen. Um halt aufzuleveln. So. Genau, hiervon brauche ich nur 1. Wir müssen jetzt alles, was wir hier haben, werde ich jetzt ersetzen durch Holz. Bis auf halt jetzt diesen hinteren Bereich hier, ne? Das lasse ich erstmal so. 2 Fundamente noch. Oh, das ist nicht viel. Ach, Flint fehlt? Nee. Was fehlt denn da? Holz. Ja, wir sehen, ne? 80 Stück werden dafür benötigt. Das ist echt mega, mega heftig. So, du bist fertig. Ach, ich kann nicht rumgehen, so. Ah, ja, ja, das ist wirklich fertig. Sehr schön, wunderbärchenhaft.
glaube, es wird schon wieder hell. Es ist zumindest... Sieht es jetzt danach aus? Ja, doch, das wird gerade wieder hell. Oder es wird dunkel, das kann auch sein. Ja, das sieht recht nah aus hier, ne? Aber... es könnte doch täuschen. Na, gucken wir mal, habe ich hier noch Holz? Das heißt, an der Stelle... Nehmen wir das hier weg. Und fangen natürlich dann an...